Wort hat jetzt Deutschland. Ja, vielen Dank. Ich bin letzte Woche ein bisschen als Repräsentant einer anderen jüdischen Stimme durch die Medien gegangen, aber auch hier sind mehrere Jüdinnen, die genauso denken wie ich. Wir sind zwar eine Minderheit, aber ich bin nicht der Einzige. Lauter bitte. Ja. Mein Vater hat der Auschwitz überlebt, meine Mutter die KZs im Baltikum. Sie zogen mich in der Erkenntnis auf, dass es die Wahl gibt zwischen Gut und Böse und jeder Mensch für seine Taten verantwortlich ist. Das heißt, sie erzogen mich in der Ethik der jüdischen Religion. Für weite Teile des heutigen Judentums gelten heute alternative Ethiken. Eine davon, das ist die für Deutschland kompatible Variante, lautet: Wir Juden seien vor allem eines, nämlich Opfer. Aktuell sei der Staat Israel Opfer von unverständlichen Hassausbrüchen von Arabern und Antisemiten. Ich würde gern all diese Leute, die so daherreden, Folgendes fragen. Vier Fragen. Die Tatsache, dass keiner meiner Großeltern das Dritte Reich überlebt hat, gab diese Tatsache 1947-48 den jüdischen Freischärlern und der israelischen Armee das Recht, Hunderttausende Araber aus Israel zu vertreiben. Die Arisierung des Grundstücks meines Urgroßvaters hier in Berlin-Treptow gab sie dem Staat Israel das Recht, Anfang der 50er Jahre den Boden und Besitz der arabischen Vertriebenen zu konfiszieren. Die Ermordung der Brüder und Schwestern meines Vaters durch die SS in Polen gibt sie dem Staat Israel das Recht, seit 47 Jahren die Diktatur eines Besatzungsregimes auszuüben. Die Erschießung meiner Großmutter Hanna direkt nach Ankunft des Deportationszuges im Baltikum in Estland, damals war sie 42 Jahre alt, dafür, dass sie in Berlin ohne gelben Stern zum Friseur ging, gibt sie dem Staat Israel das Recht, die Bevölkerung Gazas auszuhungern und zu massakrieren? Allgemein gibt die Tatsache, dass wir europäischen Juden Opfer eines großen Unrechts wurden, dem jüdischen Staat vor Gott und vor den Menschen das Recht, nun anderen Unrecht zu tun? In diesem Sinne möchte ich jetzt noch zwei Dinge tun. Erstens möchte ich hinweisen auf eine Demonstration von Israelis heute 18 Uhr am Heinrichplatz, unter anderem mit der Forderung: Ende der automatisch für die israelische Seite garantierten deutschen Unterstützung, militärisch oder politisch. Zweitens möchte ich das traditionelle jüdische Totengebet sprechen, den Kaddisch, für die Toten in Gaza und auch, denn im Tod sind alle gleich, für die Toten auf israelischer Seite, auch wenn diese für eine ungerechte Sache gestorben sind. Yitkadal v'yitkadash Shmei Rabba Be'almah divrach Hirotei v'yamlich Malchotei v'yatzmach Pokanei v'karev Meshichei v'chayechon v'yomechon v'chayei l'chol Bet Israel v'gala v'zman karev v'imru Amen. Yehei Shmei Rabba mevarach l'alam ul'almei almaya v'yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam ויתנשאי ויתדע ויתעלה ויתעלל שמי דקודש הבריחו לאלה מנכון ברכתה ושירתה תושפחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ועל כל עזה וכל פלסטין ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל עזה וכל פלסטין ואמרו אמן. אמן.